fährt mein Rechner runter, ich flippe aus. Freut mich sehr. Nächste Frage. Okay, nächste Frage. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Der Tag beginnt morgens mit dem Herrichten der Brotzeitbox für meinen Sohn. Der ist jetzt 1,5 Jahre alt, geht hier in Berlin in die Kita. Das heißt, er ist immer mit dabei. Jetzt fährt mein Rechner runter, ich flippe aus. Ich lebe die Technik echt. Du meinst wegen Karma, oder? Wie ist denn das Karma heute Morgen? Eigentlich hat der Tag heute gut begonnen und ja. Und wir sind den ganzen Tag dabei und wir geben Ihnen die 3 Joker, wenn Sie mal 5 Minuten Pause machen möchten von uns. Oder 3 Minuten der Ton aus soll, weil Sie geheime Geheimgespräche führen. Oder Sie lieber die nächste Frage hören wollen. Vielen Dank für die Joker. Das heißt, die packe ich mir jetzt mal ein und nehme sie mit. Der Tag beginnt jetzt gleich mit einer Bürobesprechung. Und zum anderen müssen wir uns darum kümmern, welche Rede ich heute Abend im Deutschen Bundestag halten werde. Der ganze Antrag entlarvt ja quasi das Weltbild der AfD auf erschreckender Weise. Also ich meine, eigentlich müsste man sich hinstellen und diesen Schwachsinn vorlesen. Wir gehen jetzt zur Ausschusssitzung, Bildungs- und Forschungsausschuss. Heute eine spannende Agenda mit vielen Themen. Man spricht zwar eigentlich eher von dem Bürojob, aber durch das, dass wir hier ziemlich weite Wege zwischendrin immer wieder laufen, sind wir gut unterwegs. Normalerweise laufe ich nämlich immer alle Treppen. Aber ich weiß nicht, ob... Wollen wir sehen. Moment, ich muss erst schauen, wo wir heute überhaupt sind. 403. Wir haben gleich eine große Sachverständigenrunde zum Thema Datennutzung für die Gesundheit, also in der Gesundheitsforschung. Ich bin eigentlich Forscherin, Wissenschaftlerin. Ich habe Biochemie studiert und eine ganze Weile auch in der Wissenschaft gearbeitet. Und deswegen sind genau das die Themen, die natürlich mein Herz ein Stück weit höher schlagen lassen. Wer stimmt für den Antrag der Union? Wer stimmt dagegen? Ein kurzer Termin zwischendurch, was ist los? Ich habe Gäste eingeladen, die jetzt gleich zu einer Diskussionsrunde mit Fraktionsvertretern zum Thema Wirtschaft und Mittelstand in Deutschland gehen werden. Und die hole ich jetzt kurz an der Pforte ab. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Servus. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist. Heute Abend steht ja noch die große Rede an. Denken Sie darüber nach? Ist das irgendwo im Hinterkopf? Heute Abend steht die Rede an. Naja, tatsächlich, nachdem das jetzt alles so sehr kurzfristig war, auch mit dem Antrag, den wir jetzt erst bekommen haben, entsteht gerade im Kopf die Rede. Ich habe jetzt gerade schon auch noch mal ein paar Stichpunkte mir aufnotiert. Zu den meisten Themen hat man ja schon so grob im Kopf, wie der eigene Standpunkt ist und was man auch an Argumenten rüberbringen will. Wer hat gerade geklingelt? Ist das die Schulpause? Ist vorbei? ja, klingt fast so, gell? Das ist tatsächlich der Hinweis für die Abgeordneten, dass die Sitzung jetzt dann beginnt. Es klingelt im Übrigen nicht nur bei Sitzungsbeginn, sondern auch zur namentlichen Abstimmung. Das heißt, immer wenn wir schnell ins Plenum rennen müssen, dann jetzt. Stopp, hier darf man nicht weiter. Da ist nämlich, weil jetzt Plenarsitzung ist, nur noch Durchgang für die Mitglieder des Bundestages. Deswegen muss ich jetzt hier alleine weitergehen. Meine
verehrten Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mal möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für die Arbeit, die Sie das ganze Jahr über bisher geleistet haben. Jetzt machen wir noch eine kleine Lehrstunde der Politik des Bundestages. Der Hammelsprung ist nichts Landwirtschaftliches, sondern tatsächlich eine Art und Weise der Abstimmung, die wir hier im Bundestag immer mal wieder praktizieren. Das heißt dann, dass alle Abgeordneten, die drin sind, raus müssen. Wir sammeln uns dann hier vor dem Plenum. Es werden alle Türen verschlossen. Und wenn alle draußen sind, dann werden diese drei Türen, und zwar wirklich ausschließlich diese drei Türen, vor denen wir jetzt hier stehen, wieder geöffnet. Innen in jeder Tür steht einer der Schriftführer und der praktisch der in Anführungsstrichen Sprung über die Schwelle des Abgeordneten ist dann der sogenannte Hammelsprung. Man muss aufpassen dabei, durch welche Tür man geht. Es gibt drei Stück. Die ganz linke Tür steht für Enthaltung. Wenn man durch die mittlere Tür geht, stimmt man mit Ja ab. Und wenn man durch die rechte Tür geht, stimmt man mit Nein ab. Ich war tatsächlich einmal schon im Präsidium gesessen, als ein Hammelsprung beantragt wurde. Das wird dann reingerufen, Hammelsprung. So, und dann muss das Präsidium entscheiden, ob er zugelassen wird. Und dann springen die Hammel. Jetzt kommt als nächstes die sogenannte Sprecherrunde der CSU. Da sind alle fachpolitischen Sprecher der CSU im Bundestag einmal in der Sitzungswoche zusammen und wir besprechen, was an aktuellen Themen gerade so ansteht, was wichtig wird, was in den einzelnen Ausschüssen sich so tut. Genau. Und weil das natürlich eine völlig interne Besprechung ist, nehmen wir doch mal den. Wird der Joker eingesetzt. Die Sitzung war kurz, knackig und mit vielen spannenden Themen. Hallo. Katharina, ich komme mit Arbeit. Das ist ja gleich in der Früh. Ja, genau. Das heißt, wir müssen es heute machen. Ja. Danke. Wie lange musst du jetzt im Büro bleiben? Wie lange heute oder grundsätzlich? Nur mit der bisschen extra Arbeit. Naja, also dadurch, dass die Rede ja erst um 18 Uhr ist und da diese Woche relativ viel los ist, schätze ich, dass ich so um, ja, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. Warte, wo ist der Joker? Das ist gut, dass ich den jetzt nicht mehr für mich. Nächste Frage. Okay, nächste Frage. Jetzt geht's zu einer Art Demo, die gerade draußen vorm Reichstagsgebäude stattfindet. Valentina Dümmer. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Und ich möchte auch Ihnen an dieser Stelle danken, Ihnen als Person, Ihnen als ein Teil der deutschen Vertretung und einfach komplett Deutschland und dem deutschen Volk für die Unterstützung der Ukraine danken. Ein guter Abgeordneter ist dann ein guter Abgeordneter, wenn er wirklich ein Herz für die Menschen und ihre Anliegen hat. Und ich hoffe, das gelingt mir, das irgendwie auch zu transportieren. Und bei all den Themen, was ist die nächste Station? Die nächste Station. Ja, das ist quasi mit eine der wichtigsten des Tages. Ich muss nämlich jetzt meinen Sohn aus der Kinderkrippe abholen. Wir haben jetzt circa noch eine gute halbe Stunde, wo wir jetzt noch ein bisschen das Stickerheft verschönern und vor allem, wir müssen noch Abendessen. Genau, und dann geht's los ins Plenum zur Rede. Wie viel Zeit ist noch, bis die Rede sein wird? Keine mehr. So, deswegen nehme ich das jetzt mit und mache den Rest im Plenum fertig. Worum geht es jetzt und was
ist Ihr Standpunkt? Also in dem Antrag geht es um die Frage, wie wir Wissenschaftsfreiheit dahingehend einschränken können, dass gewisse Studienrichtungen, wissenschaftliche Richtungen, die der AfD nicht passen, in ihrem Tun eingeschränkt werden, zum Beispiel Gender Studies, aber eben auch zum Beispiel Disability Studies. Das sind die, wo es sich um Menschen mit Behinderungen handelt. Wir sagen, die Wissenschaftsfreiheit ist unverhandelbar. Sie ist deswegen auch im Grundgesetz festgelegt und deswegen gibt es da nicht dran zu rütteln. Vertreterin ist die Kollegin Katrin Staffler, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man braucht ja auf der einen Seite schon in gewisser Weise echt gute Nerven, wenn man den Antrag mit, wenn ich das so ausdrücken darf, so viel Unsinn wie dem, was Sie uns hier heute vorlegen, lesen muss. Wenn wir hier im Parlament, im Herzstück unserer Demokratie, offensichtlich noch mal darauf hinweisen müssen, was in unserer Verfassung steht. Das Feigenblatt, das die Seriosität vortäuschen soll und dabei verdecken soll, dass es Ihnen um ganz was anderes geht, nämlich dass Sie auf die Freiheit der Wissenschaft pfeifen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. Jetzt ist es kurz nach 19:09 Uhr. Jetzt geht's zurück ins Büro. Heute ist noch was Wichtiges, nämlich jetzt ist noch. Ja. Genau, das ist das restliche Wichtige des Tages. Hm? Einen schönen Abend.